Mein Name ist Ulrike Zuball und das ist Zeichensetzung. Heute soll es um den Roman von Albert Camus gehen, Die Pest. Ich denke, Sie alle kennen Albert Camus, aber ganz kurz möchte ich vorab etwas Biografisches über ihn erzählen. Geboren wurde Albert Camus am 7. November 1913 in Algerien und starb am 4. Januar 1960 in Frankreich bei einem Autounfall. Albert Camus stammte aus einer Arbeiterfamilie. Seine Mutter war Analphabetin, eine Mutter, die er sehr geliebt hat. Camus konnte studieren, wurde Schauspieler, Journalist und Schriftsteller, schloss sich der Résistance-Bewegung im Zweiten Weltkrieg in Frankreich an und erhielt 1957 den Nobelpreis für Literatur für seine Werke, und zwar mit der Begründung, Camus habe die Probleme des menschlichen Gewissens in unseren Zeiten mit klarsichtiger Ernsthaftigkeit geschildert und dargestellt. Wir werden in diesem Sommer noch auf einen weiteren Roman von ihm zu sprechen kommen, Der Fremde. Aber das wollen wir unter einem ganz anderen Aspekt als heute die Pest behandeln. Der Roman Die Pest erschien 1947, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg. Geschrieben wurde er im Zweiten Weltkrieg. Und er ist ein Roman, der jetzt in der Corona-Krise große Aufmerksamkeit gefunden hat. In Frankreich stand er auf der Bestsellerliste. In Italien sogar auf Platz 1 der Bestsellerliste. In Deutschland bekam man diesen Roman im Buchhandel praktisch gar nicht mehr. Als gebundenes Buch war er vergriffen. Man legte ihn sogar schon in der 90. Auflage wieder auf. Er galt als Buch der Stunde und viele Audiobücher sind aufgenommen worden, die den Roman zu Gehör bringen, die meisten in etwas gekürzter Form. Erklärung ist klar, ein Roman, der sich mit einer Epidemie beschäftigt, mit einer tödlichen Krankheit, die alle Menschen auszurotten droht, findet natürlich in den heutigen Zeiten großes Interesse. Noch dazu, wenn ein Autor wie Camus den Nobelpreis bekommen hat, dann erwartet man sich von diesem Buch natürlich wichtige Erkenntnisse. Und so wird der Ort, an dem die Pest sich im Roman vollzieht, Oran in Algerien, zu einem Labor für Menschlichkeit, wie Menschen sind, wie sie sich verhalten. Das beschreibt Camus ganz wunderbar. Worum geht es? Also, in Oran, in Algerien, bricht die Pest aus, irgendwann in den 40er Jahren des 20. Jahrhunderts. Man merkt es daran, dass die Ratten tot umfallen und sterben. Und bald wird deutlich, eine gefährliche, tödliche Krankheit, die einen schrecklichen Tod hervorruft, hat sich ausgebreitet in der Stadt. Die Menschen sterben eines grausamen Todes. Die Stadt wird abgeriegelt. Keiner kann mehr rein, keiner kann mehr raus. Familien werden getrennt, Liebende werden getrennt. Es herrscht ein Chaos, auch was die medizinische Versorgung der Stadt angeht. Und in dieser Situation wird das Schicksal von einigen Hauptfiguren geschildert. Die wichtigste Figur in dem Roman ist der Arzt Rieu, der auch zum großen Teil die Geschichte der Pest in Oran erzählt. Rieu ist ein Mann, aufopferungsvoll, gewissenhaft, ein durch und durch ein Naturwissenschaftler, ein Atheist, er glaubt nicht an Gott.
Er hat eine kranke Frau und eine Mutter, die bei ihm wohnt. Zum Zweiten haben wir da Taru, eine sehr geheimnisumwitterte Figur, die auch den Roman, die Erzählung zum Teil erzählt. Am Anfang ein reiner Beobachter, der im Laufe der Krise zum Mitstreiter und Kämpfer gegen die Pest wird. Beide sind sehr grundsätzliche Auffassung über das Wesen des Menschseins und sehr gegensätzliche Auffassung. Wir werden darauf zum Schluss noch kurz eingehen. Dann haben wir den Pariser Journalisten Rambert, der nach Oran gekommen ist, um die arabische Frage zu untersuchen und der von der Pest gefangen genommen wird. Er darf Oran nicht mehr verlassen. Er darf seine Freundin, die in Paris geblieben ist, nicht mehr sehen. Er erlebt einen großen Trennungsschmerz und wird eifersüchtig, weil er nicht weiß, was seine Freundin da im fernen Paris alles so treibt. Immer wieder versucht er, aus der abgeschlossenen Stadt zu fliehen. Aber er wird zum Schluss bleiben und sich als Helfer in den freiwilligen Hilfstrupps engagieren und sich sehr solidarisch verhalten. Dann haben wir da einen Monsieur Grand. Monsieur Grand ist ein Büroangestellter, ein verhinderter Romancier mit einer großen Schreibhemmung, eigentlich ein Kleingeist, der aber in der Pest sich engagiert und eine sinnvolle Tätigkeit im Krisenmanagement finden wird. Dann haben wir eine sehr wichtige Figur, das ist der Jesuitenpater Panlou, der die Pest für ein Gottesgericht hält, für die Strafe, als Strafe für die Sünden der Menschen in Oran versteht, der eine Wandlung erlebt und als eine extreme Haltung einnehmen wird, was seinen Glauben an Jesus Christus betrifft. Dann haben wir den kleinen kriminellen Kutter, der am Anfang einen Selbstmordversuch macht. Er wird gerettet in letzter Sekunde. Und da in dieser Stadt, die im vollkommenen Chaos befangen ist, die Exekutive ausgesetzt ist, wird er nicht ins Gefängnis gebracht, kann noch frei herumlaufen, wird kleinkriminell weiter tätig sein, aber sich auf einmal als sehr geselliger Mensch entpuppen. Das sind die Hauptfiguren. Und dann gibt es eine Fülle von Nebenfiguren, die der Roman beschreibt. Er beschreibt, wie die Figuren sich in der Krise verhalten, wie sie ihr Verhalten verändern in der Todesgefahr. Und das über einen langen Zeitraum hinweg, denn die Pest herrscht in Oran über ein Jahr hinweg. Eine sehr lange Zeit, die wirklich die Menschen verändert. Wir werden sehen, wie das uns mit Corona ergehen wird, die ja wohl auch eine Krise ist, die uns über ein Jahr beschäftigen wird. Die überwiegende Zahl der Menschen, die Camus beschreibt, sind eigentlich Menschenfreunde. Sie sind oft kauzige Figuren, einsame Individualisten, aber eigentlich erweisen sich alle als solidarisch in der Krise, als mitmenschlich. Einige sterben, sehr viele überleben von diesen Hauptfiguren. Taru stirbt. Er stirbt eines qualvollen Todes. Und er, der eigentlich ein Einzelgänger ist, stirbt nicht allein, sondern im Beisein des Arztes Rieu und dessen Mutter. Er stirbt unter Freunden. Panlou, der Jesuitenpater, stirbt, nachdem er eine tiefe Krise erfahren hat. Er hat nämlich geglaubt, dass die Pest eine Strafe Gottes ist
Und dann muss er den Tod eines unschuldigen Jungen erleben, den grausamen Tod eines unschuldigen Jungen. Und er stellt fest, dass diese Pest ja alle tötet, auch die, die ohne Sünde sind, was ihn in eine tiefe Krise stürzt. Und dann umso kräftiger, umso heftiger an seinen Gott glauben lässt. So nach dem Motto, Credo quia absurdum. Das ist ein unverständlicher Gott, aber ich glaube an ihn wider alle Vernunft. Denn was wäre die Alternative? Die Alternative wäre, es gäbe keinen Gott. Und das ist für Panluk keine Alternative. Das ist verrückt, das ist nicht vorstellbar. Und so stirbt er mit dem Kreuz in der Hand, mit dem Blick auf den Gekreuzigten. Dann gibt es, wie gesagt, Kotar, den Kleinkriminellen, der nicht verhaftet wird, zu einem geselligen Menschen wird, der kleine kriminelle Aktionen macht. Am Ende des Romans funktioniert die Exekutive wieder, man kommt, ihn zu verhaften. Er liefert sich mit der Polizei ein Feuergefecht und wird überwältigt. Grand, der Büroangestellte, eine kleinkarierte Type, wird im Laufe des Romans zu einem engagierten Helfer in der Krise, findet zu einer gewissen Größe und dann, als die Pest vorüber ist, kehrt er in sein altes Leben zurück und eigentlich in seine Mittelmäßigkeit. Rieu, die Hauptfigur, der Arzt, eine ja, faszinierende Gestalt, Atheist. Seine Frau stirbt fern von ihm. Er erfährt erst viel später, dass sie gestorben ist. Er hat sie vor Ausbruch der Pest in ein Sanatorium gebracht. Sie war krank und beide erhofften sich eine Heilung von ihr dort. Das hat aber nicht geklappt. Sie stirbt. Und Rieus Haltung ist erst von Anfang an engagiert. Er hilft den kranken Menschen aufopferungsvoll. Und vor allem, was auch faszinierend ist, er behandelt jeden sehr respektvoll. Auch wenn dieser seine eigene Meinung nicht teilt, behandelt er ihn respektvoll und lässt ihm seine Art zu leben. Und dann haben wir eben zum Beispiel Rombert. Rieus Haltung Rombert gegenüber ist eine Haltung voller Respekt. Und das, obwohl Rombert fliehen will, obwohl er sich am Anfang nicht solidarisch zeigt mit den Opfern der Pest. Und erst im Laufe des Romans sich engagieren wird. Rombert ist der Meinung am Anfang, es gehe ihn alles nichts an. Er sei ja hier sozusagen nur zufällig gelandet. Und dann, als er die Möglichkeit hat zu fliehen und zu seiner Freundin nach Paris zurückzukehren, bleibt er. Auf die Frage hin, warum, sagt er aus Scham, ganz allein glücklich zu sein. Und aus der Erkenntnis, dass diese Angelegenheit geht uns alle an. Man sieht, die Krise, die tödliche Gefahr fordert die Menschlichkeit heraus und man sieht, wie sich die Menschen in verschiedenen Phasen des Romans entwickeln. Der Roman ist eigentlich wie ein Drama geschrieben, das sich für die Bühne eignet. Er ist dann auch in einer Bühnenfassung herausgekommen. Es gibt einen Beginn. Man stellt fest, die Ratten sterben. Dann kommt der zweite Teil, man verdrängt die Gefahr, man hat eine Ahnung, da irgendetwas stimmt nicht. Man leugnet die Gefahr, zum Beispiel die Verwaltung in Orange, die scheut sich lange anzuerkennen, dass es sich um eine Epidemie handelt. Und bis zum ersten Mal die Worte Pest ausgesprochen werden, dauert es sehr lange. Dann der Höhepunkt. Das allgemeine Sterben,
im vierten Akt die Verlangsamung, die langsame Rückkehr zur Normalität und schließlich der Schluss, das Aussterben der Krankheit nach circa einem Jahr und die Rückkehr zu dem Leben davor mit und ohne Erkenntnisse. Camus beschreibt das wirklich faszinierend, diese verschiedenen Phasen, und vieles in Szenen, die er beschreibt, muten wirklich wie Déjà-vus an. Man sagt, während man den Roman liest, ja, so ist es, genau so erleben wir es heute in Corona-Zeiten. Camus hat es treffend beschrieben. Sehr weitsichtig finde ich zum Beispiel das, was er zu den Verhalten der Pflegekräfte sagt. Er sagt, er wolle keine Heldenverehrung des medizinischen Personals. Das medizinische Personal tue nur das, was logisch konsequent sei. So wie 2 mal 2 4 sei, tue das medizinische Personal nur das, was nötig sei. Man müsse sie nicht als Helden verehren. Es sei ihre Pflicht, so zu handeln. Und angesichts einer Heldenverehrung, die wir heute manchmal etwas übertrieben zu haben scheinen, finde ich das ein ganz interessantes Argument. Es geht eben nicht darum, Menschen als Besondere herauszustellen und sie dann nach der Krise sehr schnell zu vergessen, weil in Normalzeiten braucht man keine Helden, sondern wichtig wäre dann diese Menschen, die wirklich aufopferungsvoll ihre Pflicht tun, auch entsprechend zu behandeln, mit einer entsprechenden Entlohnung und Versorgung zu versehen. Das finde ich sehr, sehr weitsichtig in diesem Roman, sehr klar beschrieben. Es gibt sehr, sehr große Unterschiede zu dem, was wir heute erleben und zu dem, was der Roman schildert. Der Roman wurde, wie gesagt, im Zweiten Weltkrieg geschrieben und 1947 veröffentlicht. Und die Situation in den 40er Jahren ist eben eine vollkommen andere als heute. Der Zweite Weltkrieg war zu Ende. Auf einmal erkannte man die Unmenschlichkeit der menschlichen Natur. Man erfuhr, dass eine zivilisierte Nation, wie es die Deutschen waren, unvorstellbare Verbrechen begehen konnten im Holocaust, dass es sie zu einer Grausamkeit fähig waren, die unvorstellbar ist. Es gab Millionen Tote, es gab Opfer, es gab Täter, es gab Menschen, die Widerstand geleistet hatten, und es gab kriminelle Subjekte. Und so steht im Vordergrund des Romans von Camus stehen ethische Fragen, Fragen von Moral, von Ethik, von Solidarität und von Egoismus. Heute scheint das ein bisschen anders zu sein. Wenn man sich gerade einmal diesen Panlu anguckt, den Jesuitenpater, so ist es ein Thema für diesen Katholiken, die Frage von Schuld und Sünde und Strafe. Und das Auffallende war, dass in Corona-Zeiten die christlichen Kirchen überhaupt nie das Moment der Schuld in die Debatte geworfen haben. Der Papst hat nicht einmal auf Corona als Sündeneffekt ist er eingegangen. Er hat zweimal den Segen Urbi et Orbi erteilt, der eben auch einen vollständigen Sündenerlass der Gläubigen beinhaltet, und damit unzählige Katholiken, die fern von ihren Priestern sterben müssen, ohne die Beichte abgenommen zu bekommen, ohne eine seelsorgerische Betreuung. Ihnen hat er die Angst genommen, was mit ihnen passiert, wenn sie gestorben sind. Nirgendwo war von einer Strafe Gottes die Rede in den christlichen Kirchen.
Mit Ausnahmen wurde das freilich in einigen religiösen Gruppen dennoch debattiert, während die christlichen Kirchen die Gotteshäuser geschlossen hielten und online gingen, gab es einige Fundis, evangelikale Gruppen in den USA, in Frankreich, in Südkorea, die nach wie vor Massenversammlungen abhielten und dann dementsprechend auch krank wurden. Es gab orthodoxe Juden, es gab traditionalistische Muslime, die auch sich überhaupt nicht an irgendwelche Abstandsregeln gehalten haben und das sowieso für eine Strafe Gottes hielten. Das gab es auch, aber in Europa und in Deutschland haben die christlichen Kirchen eine sehr vernünftige Haltung eingenommen. Sie haben sich auf der anderen Seite aber auch jeglicher Argumente in Bezug auf eine Ethik-Moral enthalten. Und das ist schon auffällig. Die kirchlichen Vertreter haben den Mund gehalten, was die Moral, was die Ethik in unserer Zeit angeht. Und vielleicht ist das auch den Skandalen geschuldet, die diese Kirchen ergriffen haben in letzter Zeit, eben auch diesen Missbrauchsskandal, wo man dann doch lieber in Deckung geht, wenn man sich dann auf einmal als moralischer Hüter erweisen sollte. Wenn über Ethik gesprochen wurde in der Corona-Debatte oder wenn über Ethik gesprochen wird, dann sind es eigentlich juristische und medizinische Fragen, die aufgeworfen werden, nämlich die Fragen, wen soll man in erster Linie retten? Wie steht es mit den Alten? Soll man sie versorgen oder nicht versorgen? Da gibt es ja jetzt auch in jüngster Zeit sehr überraschende und sehr auch heftige, schockierende Äußerungen von Politikern. Also das sind Debatten, die in eine ethische Richtung weisen. Anders ist der Roman auch, was die Verbindung von Menschen untereinander angeht. Zu Camus Zeiten gibt es die Post. Es gibt keine funktionierende Telefon. Wir in unseren Zeiten haben mit dieser digital vernetzten Welt doch eine große Möglichkeit, unsere Liebenden wenigstens virtuell zu besuchen, mit ihnen zu reden. Das ist ein ganz großer Unterschied und damit fallen auch viele Probleme, die Camus schildert, nämlich der Trennungsschmerz und auch die Eifersucht wird etwas abgemildert durch diese digitalen Möglichkeiten. Ein anderer wichtiger Unterschied ist folgender. Im Roman von Camus gibt es keinen Lockdown. Die Geschäfte gehen weiter, die Menschen sterben, aber es gibt keine Schließungen. Ganz anders in unserer heutigen Zeit. Und so wird in unserer heutigen Zeit zur zentralen Frage, wie stark wirkt sich der Lockdown auf unsere Wirtschaft aus? Wie steht es mit unserem Reichtum nach dem Ende der Pandemie? Der Schwerpunkt hat sich also von Camus auf heute verlagert von moralischen, ethischen Fragen auf wirtschaftliche Fragen, Fragen des Reichtums, des Auskommens und Einkommens. Wobei ich das jetzt nicht kritisieren will, wenn so viele Menschen an Hunger leiden und wenn es so viele schreckliche Auswirkungen auf sie hat, dieser Lockdown, dann ist das wirklich ein wichtiger Punkt. Und zumal das schildert ja auch Camus in seinem Roman gar nicht, also haben die Leute zu der Zeit damals dieses Problem sozusagen gar nicht gehabt. Ein anderer Unterschied besteht in den Plädieren für Bürgerrechte. Das ist sozusagen keine Debatte in Camus' Roman, keine große Debatte.
In der Zeit der 40er Jahre waren die Menschen vor Ort totalitäre Staaten gewöhnt. Sie kannten auch den Luxus eines guten Lebens nicht. Sie waren wirklich nicht verwöhnt und dementsprechend war dieses Beharren und Pochen auf individuellen Entfaltungsmöglichkeiten, auf individuellen Rechten nicht ausgeprägt und somit auch kein großes Thema in diesem Roman. In einer Zeit, in der man Berufe ergreifen musste, die ein Auskommen versprachen, war die persönliche Erfüllung kein Thema. So finden wir uns in der Pest von Camus zum Teil wieder. Zum Teil ist dieser Roman dann doch in dem, was er schildert, fremd. Ich möchte zum Schluss, wie versprochen, ganz kurz auf diese beiden Personen, Rieux und Tharoux, noch einmal eingehen. Beide verkörpern, wie gesagt, unterschiedliche Vorstellungen vom Menschsein. Rieux, der Atheist, Naturwissenschaftler, glaubt an das Gute im Menschen. Er glaubt, das Böse entstehe durch Unwissenheit und Dummheit. Und es komme vor allem auch darauf an, Respekt vor dem anderen zu haben. Das ist auch Camus' Haltung gewesen. Und auf die Frage, wie man sich verhalten soll in Zeiten der Krise, antwortet Rieux: Es handelt sich um Anstand. Das ist eine Idee, über die man lachen kann, aber die einzige Art, gegen die Pest anzukämpfen, ist der Anstand. Eine ganz andere Einstellung hat Tharoux. Tharoux ist der Meinung, dass jeder Mensch die Pest in sich trage. Jeder Mensch sei gemeingefährlich für seinen Nebenmenschen. Wir seien alle potenzielle Mörder. Und es komme darauf an, so wenig wie nur möglich zu morden. Der Mensch sei von Natur aus böse. Die Pest sein Wesensmerkmal. Er füge Leiden zu und diese Leiden kann er eben auch zufügen durch pures Wegschauen. Etwas, was wir nachvollziehen können, wenn wir uns selber fragen, wie verhalten wir uns, wenn wir die Lage von Flüchtlingen, Asylanten angucken, von Menschen, die in Kriegszeiten leben, von Menschen, die Hunger erleiden. Und auf Rieux' Frage, wie man sich verhalten soll, welchen Weg man erhalten soll, um angesichts dieser schrecklichen Einsicht Frieden zu finden, antwortet Tharoux: Mitgefühl. Es gäbe eine einzige Antwort darauf, das Mitgefühl. Tharoux entpuppt sich als ein Anhänger Schopenhauers, der auch davon ausgegangen ist, dass die Welt ein Jammertal ist. Ich muss mal ganz kurz mein Kindle starten. Die Welt ist ein Jammertal und die Antwort der Menschen auf dieses Leiden sei das Mitleid. Hier nicht Mitgefühl, sondern Mitleid mit der gequälten Kreatur. Schopenhauers Devise war: Verletze niemanden, vielmehr hilf allen, soweit du kannst. Also auch eine philosophische Auseinandersetzung, die den philosophieinteressierten Camus in diesem Roman auch interessiert hat. Das letzte Wort, Anstand, Mitgefühl, das letzte Wort soll Camus selbst haben. Ich lese Ihnen das Ende der Pest vor. Während Rieux den Freudenschreien lauschte, die aus der Stadt aufstiegen, erinnerte er sich nämlich daran, dass diese Freude immer bedroht war. Denn er wusste, was dieser Menge im Freudentaumel unbekannt war
Und was man in Büchern lesen kann, dass nämlich der Pestbazillus nie stirbt und nie verschwindet. Dass er jahrzehntelang in den Möbeln und in der Wäsche schlummern kann. Dass er in Zimmern, Kellern, Koffern, Taschentüchern und Papieren geduldig wartet. Und dass vielleicht der Tag kommen würde, an dem die Pest zum Unglück und zur Belehrung der Menschen ihre Ratten wecken und zum Sterben in eine glückliche Stadt schicken würde.